Ja, herzlich willkommen wieder zu den Kielport Kieler Woche-Tipps. Wir sind jetzt hier direkt an der Kiellinie und man sieht, es ist voll und wir haben sogar irgendwie so ein bisschen was von Sonnenschein. Ganz ungewohnt. Kennt man als Kieler ja zur Kieler Woche gar nicht. Was wir aber kennen, ist natürlich, dass auch an diesem Dienstag massig Programm hier wieder ist. Und wenn wir mal schauen, wenn man möchte, kann man gleich 6.30 Uhr wieder anfangen an diesem Dienstag. Nämlich diesmal im Hiroshima Park mit dem KMTV gibt es nämlich Tai Chi, wenn man möchte. Ja, ansonsten vor allem natürlich die Highlights wieder sind die Abendkonzerte, kostenlos, wie es sich ja gehört für die Kieler Woche, fast alle. Radio Nora präsentiert Mike and the Mechanics. Mike kennt man, nämlich das ist Mike Rutherford von Genesis, der ist nämlich Teil davon, hat aber auch inzwischen auch schon ein paar Hits gehabt. Das Ganze um 19 Uhr, Radio Nora Bühne, das ist da hinten an der Hörn, das ist die Hörnbühne. Dann gibt es Basta auf der Freilichtbühne, das ist A Cappella, da muss man allerdings eine kleine Eintrittskarte kaufen. Für kleines Geld, das gewaltig leise Programm ja dieses Jahr wieder auch mit A Cappella. Eben die Bastas um 20.30 Uhr auf der Krusenkoppel. Weiteres Highlight wieder Torfrock, jedes Jahr dabei. Wer kennt sie nicht? Ja, inzwischen die Baggerluten-Wienacht ja auch immer wieder gern genommen. Die werden sie jetzt vielleicht nicht unbedingt dabei haben, aber alles andere 21.30 Uhr. Radatasong weg ist der Balkon, ist glaube ich auch von denen. 21.30 Uhr hier hinten im Musikzelt von der Kieler Woche. Dann Maxim spielt auf der Rathausbühne um 20 Uhr und wenn man in den Hoftheaterpark will, beziehungsweise das Hoftheater im Park, Hiroshima Park, auch wieder ein Highlight, immer für Kinder ja auch Figurentheater. Diesmal sind mehrere Aufführungen, dann ab mittags, ab 14.45 Uhr, ein Schaf fürs Leben heißt das. Sagt mir gar nichts, aber da immer alles gut ist, sollte man das sicherlich sich auch angucken. Was haben wir noch für ein paar Highlights? Kinder des Manitou gibt es weiterhin natürlich, also die Indianer hinten, dann auf der Krusenkoppel, auf der Spiellinie. Trendsporttage haben wir auch wieder ab 12 Uhr, das ist hier gleich. Da kann man sich mal Speedminton und vieles andere angucken, was man ansonsten an Sportarten noch nie was von gehört hat. Kieler Uni Live gibt es auch wieder, das ist da hinten, Kiellinie Süd. Da gibt es wieder einen Blitzsprachkurs um 12 Uhr. Da kann man jetzt in 60 Minuten Chinesisch lernen. Ob es wirklich dann für den ganzen nächsten China-Urlaub reicht, weiß ich nicht, aber man kann es ja mal versuchen. Dann gibt es auch Sport dort um 17 Uhr. Also wer schon wieder Kraft vom Tai Chi am Morgen getankt hat, kann da auch da hinten dann noch um 17 Uhr Sport machen. Dazwischen gibt es natürlich auch eine ganze Menge Sport und Vorträge dort. Das Open-Air-Kino heute im Schlossgarten bietet die Unfassbaren. Das heißt also ein Kinofilm tatsächlich aus dem letzten Jahr. Und eins der Highlights wieder bei der Jungbühne Kiel ist nämlich nicht nur, dass es da ab 15 Uhr wieder viele Bands gibt, von denen Sie noch nie was gehört haben, sondern auch den 5. Kieler Woche Poetry Slam. Das heißt also Menschen, die wirklich gut mit Texten umgehen können, die sie entdeckt haben, beziehungsweise sie auch vorsprechen können und das Ganze meistens witzig, gibt es ab 20 Uhr auf der Ratsdienergartenbühne, Junge Bühne Kiel also. Auch eins der Highlights, das für viele Leute das bedeutet, dass man da extra für hingeht. Deswegen wird es auch meistens dann voll. Wakeboarding gibt es natürlich auch mit 20 Uhr dann Nacht, beziehungsweise Spätjump noch, da kann man also auch hin am Bootshafen und. Also viele Highlights auch wieder an diesem Dienstag und die gibt es natürlich auch morgen wieder am Mittwoch. Der Mittwoch ist ja praktisch ein Wochenende während der Kieler Woche, was das Programm angeht. Da lohnt es sich also morgen dann auch wieder reinzuschauen hier auf kielport.de beziehungsweise bei YouTube mit den Tagestipps. Bis dahin sagt alles Gute, euer und ihr, Kaulius und tschüss.